Das LAPD verfolgt auf der East Side eine Gruppe von Autodieben. Der Berufsverkehr wird wohl beeinträchtigt werden. Sky 5 News hält Sie auf dem Laufenden. Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Battlefield Hardline. Wir spielen immer noch Hotwire auf Entgleisung. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession wie letzte Folge und wie die letzten Heißfolgen. Mittlerweile ist es morgens um 5. Ah, ich habe gerade ein bisschen Bock drauf. Die nächsten Tage werden stressig, da kann ich leider nichts mehr aufnehmen, deswegen produziere ich gerade etwas vor. Deswegen produziere ich gerade im Moment ein bisschen was vor, wie ihr seht. Auf Entgleisung kenne ich mich leider nicht so gut aus wie auf Downtown und Staubwüste. Die Karte spiele ich leider bei Hotwire nicht so oft. Hotwire hatte 5 Karten, glaube ich. Ne? Staubwüste, Downtown, Entgleisung, Quantum und Everglades. Karte ist sicher, dass die 6. Karte dabei war. Haha. Da explodiert was. Da kommt es gerade ganz heftig von hinten. Ah, das war so klar. Ah, und da sind sie wieder, die ganzen C4er. Ja, komm. Ich weiß nicht, warum du bei Hotwire so eine lange Einsatzzeit hast. Was schießt du denn? Ich habe einen erwartet. Ich komme. Alter! Ernsthaft? Hey, die Brücke ist im Marsch! Hast du gerade ernsthaft die Brücke kaputt gemacht? Die Entfernung ist leider die K10, absolut die falsche Waffe. Tickdown-Hilfe. Bronze. Also die Battlepacks sind leider auch sehr enttäuschend, muss ich sagen, bei da ist ein Transport-Heli, Vorsicht! Der Beta war noch das. Slounted Sniper, wer es schon Sniper nennt. Bei der Beta war noch das Ding, da konntest du noch so laute Gutscheine für die ganzen Teile dir mit den Battlepacks, aber mittlerweile habe ich überhaupt keinerlei Prämisse, mir Battlepacks zu kaufen. Hier drüben ist einer! So, da ist noch einer. Vorsicht, da ist ein Fahrschütze! Ah, er hat mich anvisiert. Ich hab mir einen der Wagen gekrallt, ich komme. Er hat mich wieder anvisiert. Scheiße, Scharfschützenbeschuss! Fuck. Ja, ich sehe dich, ich weiß, dass du da bist. Ich habe einfach nur die falsche Waffe für die Entfernung. Ich kann dich aber besuchen, wenn du das möchtest. Wo ist halt auch besser? Scharfschützen! Ah, ich habe keine Munition mehr. Fuck, ich hatte keine Munition mehr. Ach, ich habe die P90 dabei. Sehe ich gerade. Ach stimmt, die sind ja auch, Ziel markiert! Wieso habe ich da kein größeres? Ich habe da leider auch nichts Größeres dabei. Hat jemand Munition? Okay. Oh, komm. Ich habe keine Munition mehr.
gewundert, warum ich nichts treffe. Gut, es liegt auch daran, dass ich einfach nur scheiße bin, wie nur an der Waffe. Das versucht er so schnell nicht mehr. Die Sprüche jedes Mal, die finde ich so geil. Okay, los geht's. Los geht's. Aua, 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 aua. Scheiß Heli, scheiß Heli, scheiß Heli. Was ist denn das hinter uns? Dieser fucking Heli hier. Das reparieren. Oh, oder nicht. Hier, komm, das Lenkrad hört. Hilf mir mal einer. Der Wagen ist am Arsch. Naja, wenigstens habe ich noch einen erwischt. Wenigstens habe ich noch Roffelbot Z94. Slogan Sniper. Nennt sich Sniper, hat noch nicht einen einzelnen Abschuss gemacht. Lusa. Wow, ah, scheiße, ich hing. Oh, ich hing an der scheiß Bordsteinkante. Ah, ich hing an einer verfickten Bordsteinkante. Das ist doch jedes Mal zum Kotzen. So, ich hab genug. Scheiß Heli, scheiß Heli, scheiß Heli, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du scheiß Heli. Wir brennen! Oh, ich krieg mich doch, ich krieg mich doch, ich krieg mich doch, ich krieg mich doch. Ah, okay, gerade besser. Wir haben einen Wagen verloren. Und auch erstmal hinkriegen. Ich hab's. Ich hab meine K10 nicht dabei. Fucking P90. Mit der schieße ich einfach zur selben. Oh, Leute, dreht euch um, dreht euch um. Da sind ganz viele Gegner hinter euch. Das sind, Einen von uns hat erwischt! Verdammt, wir haben einen Wagen verloren. Da ist ein neuer Wagen. Du schon wieder. Kleine miese Ratte. Komm schon, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Das ist da oben, Typ. Guckt in meine Richtung. Poser ohne Ende. So, Entschuldigung. Das musste mal sein. Polizeiheli! Was haben wir jetzt hier oben? Typ mit der Rakete! Mit dem angefangenen Tag. Wir springen einfach mal runter und machen böse Damage. Und
Ach, das ist auf der Brücke wahrscheinlich. Ups. Okay. Und gerade mein Granatwerfer nicht ging, frage ich mich auch. Hier ist ein Heli. Ich weiß gerade nicht, was ich machen will. Könnte vielleicht mal irgendjemand. Und da läuft einer drauf. Was? Ja, ich sollte das lassen auf die Entfernung, weil es einfach nichts bringt und ich dadurch einfach meine Position verrate. Und ich weiß immer noch nicht. Granate! Okay, ich habe einen erwartet, bin unterwegs. Eine Panzer! Ich hab den doch erschossen! Mann! Also die P90 ist völlig für den Arsch. Was hab ich denn noch? Haben die die runtergepatcht oder was? Der schon wieder. Ich immer au sage. Ernsthaft? Jetzt hat er natürlich eine RPG. Da liegt der RPG, Und er freut sich natürlich. Komm schon. Ah, das ist wieder einsetzen, nervt mich tierisch. Wo steht er? Das war doof. Achtung, Panzerfaust! Oh, na super. Ich will mein Auto mit einem RPG wegballern. Aha! Geht ja eigentlich bei Hotwire darum, mit den Autos zu fahren, aber irgendwie. Sehe hier einen Polizeiwagen. Wow. So nicht, mein Freund. So nicht. Leute, wir gehen unter. Scheiße, ich bin festgeladen. Da war doch noch einer. Oh, da ist einer. Da war noch einer. Wir brauchen hier mehr Leute. Wo ist er denn? Baby. So, Big Tag. Da kam noch eine RPG angeballert. Was? Ich kann da nicht durchfahren.
Wagen zerstört. Ah, diese RPG-Dinger sind echt... Die nehmen dir eigentlich so ein bisschen auch den Spaß. Gut, ich hab's ja auch eben gemacht. Irgendwie entwickelt sich das hier gerade zu einem Conquest und nicht zu einem, Vorsicht! Polizeiwagen! Und steigt aus und ballert einen wieder mit der RPG weg. Ey, das ist doch wieder so dämlich. Warum muss ich hier so lange warten? Das ist bei Heist nicht so lang. Hinter dir, hinter dir. Ja, super. Dafür verlieren wir gerade ganz schön heftigst. Das ist ein Transport-Heli. Scharfschütze gesichtet. Oh Gott, Leute. Sekunde länger und ich hätte den Typ noch gekillt. Gut, Rückrunde machen wir aber noch mit dazu. Ich weiß noch nicht, wie wir von der Zeit jetzt stehen, ob ich dann zwei Parts draus mache oder... Oh Gott, na super. Der Server ist natürlich wieder krachtevoll. Und alle, weil sie verloren haben, gehen sie natürlich alle wieder raus. Gut, die Rückrunde machen wir noch und dann müsste ich wahrscheinlich den Server wechseln. Wie Sky 5 News erfahren hat, spielen sich derzeit mehrere halsbrecherische Verfolgungsjagden in der Eastside ab. Das LAPD... Es ist auch immer mehr zu beobachten, dass sobald eine Runde verloren wird, dass sie dann immer vom Server runtergehen. Anstatt mal einfach wirklich mal drauf zu bleiben. Mal verliert man, mal gewinnen andere. Ach man. Bin froh, wenn ich mir das wirklich mit dem PC gekauft habe. Das ist eben das Problem, dass eine Konsole für 300-400 Euro natürlich mehr die Kinder anlockt, als ein PC für 1000 Euro. Weil welcher 13-14-Jährige hat für 1000-1200 Euro einen PC stehen, um die Spiele zu spielen? Ich glaube keiner. Oder kaum alle einer. Einheiten, Achtung. Autodiebstahl wird das ist natürlich die Schwelle, sich eine Konsole hinzustellen und da dann dumm rumzumachen. Das merke ich gerade extrem bei GTA, weil einfach die ganzen Leute, die das wirklich seriös spielen, oder nicht seriös, aber die anständig spielen, sind alle auf PC ausgewichen. Ich bin begeistert, läuft doch. Ja, und alle, die das ein bisschen anständiger spielen, sind natürlich jetzt bei GTA auf dem Rechner ausgewichen. Das merkst du einfach daran, dass du jetzt ja teilweise auf ganz vielen Lobbys einfach nur noch kleine Kinder. Haha, ich hab vorbei. So nicht, mein Freund. Dass du auf ganz vielen Lobbys einfach nur noch kleine Kinder hast, die dich die ganze Zeit umbringen. Du kommst aus dem Klamottenladen raus und wirst einfach nur abgeknallt. Ich habe ja die Tage mal ein Video hochgeladen von so einem kleinen, der Jungen, was auch immer, ich vermute mal, dass es ein kleiner Junge war, der einfach nur die ganze Zeit, gut, das habe ich leider nicht mehr, das nicht hochgeladen, der ist die ganze Zeit mit seinem
Flieger über die Map geflogen und hat alle möglichen Leute abgeballert. Wirklich massivst, also die ganze Zeit. Ich bin allein bestimmt 4 oder 5 Mal nur von ihm gekillt worden und nicht nur ich. Und ich will ja auch nicht in meinen Passivmodus reinflüchten. Und dann habe ich ihn abgeschossen, dann sogar 2 Mal. Und dann kam er an, hat sich bei mir beschwert. Weil er dann den Narrenkampf bekommen hat und hat mich auch massivst beleidigt mit Hurensohn, Hacker und ich schlitz deine Mutter auf und. Ah, fuck, warum bin ich denn jetzt eingestiegen? Und also wirklich aufs Gröbste beleidigt und das merke ich einfach jetzt seitdem wirklich GTA für den PC rausgekommen hat, merke ich das extrem. Und ich habe mich mit anderen Leuten unterhalten, die meinten, auf der PS3 ist es noch schlimmer. Auf der PS3 sogar noch schlimmer geworden ist, weil natürlich da wirklich alle, die ganzen, die sich damals GTA 5 geholt haben, die haben natürlich dann gesagt, na gut, PS4 brauchen wir es nicht, ich warte, bis es für den PC rauskommt und da muss es wohl richtig extrem geworden sein. Also ich selbst weiß ich nicht, weil ich es nicht auf der PS3 spiele. Du bist dran! Das ist echt traurig, dass dann wirklich kleine Kinder anderen Leuten einfach mal den Spaß an dem Spiel versauen. Das ist gerade explodiert. Aua! Gut, Hardline ist jetzt nicht so, das Battlefield ist jetzt nicht so das Problem, weil es schon lange als PC-Zeit vielleicht auch rausgekommen ist. Und ich möchte mir gerne einfach mal mich auch verbessern und möchte auch mal mein Spiel verbessern und alles. Und deswegen habe ich ja auch schon in einer anderen Folge gesagt, werde ich spare ich im Moment auf dem PC. Ich denke mal, so in 2-3 Monaten werde ich einen ordentlichen haben, dass ich Hardline, Battlefield 4 und GTA auf Ultra spielen kann und werde dann auch das aufnehmen. Und werde dann eben von leider von Konsole auf PC. Das ist nicht leider, aber. Brauche Hilfe! Habe ihn erwischt! Musste sein. Ich musste gerade mal ein bisschen Wut ablassen. Müsste nur ein bisschen Frust ablassen. Und werde dann einfach mal leider die Spiele. Silver Battle Pack, yay! Für 3-4 Battle Packs bekommen jetzt in der Runde. Jetzt nicht in der Runde, aber in der Aufnahmesession. Hört sich aber auch nicht so gesund an. Okay, wenn ihr da lang fahrt, fahr ich mal geradeaus. Es warnt aber auch wirklich keiner bei mir. Aber auch keiner von. Ich mache hier meine Pünktchen. 45.000, ey. Das kann ich vielleicht mit der ganzen Kohle machen soll. Und sparend für die. Mal schauen, wie ich bei den. Wäre so geil, wenn man so, sagen wir mal, so 5 Millionen und dann ein Premium irgendwas sich davon kaufen kann, irgendwie einen Spielmodus. Aua! Das war doof. Auf der falschen Seite ausgestiegen. Code 3, die haben gleich gewonnen. Ja, super. Lasermine, Augen auf. Ja, super. Super. Finde ich gut. Macht Spaß. Noch einer. Was machst du denn da? Ich repariere den. Okay, das können wir vergessen. Bei 3 Leuten in unserem Team.
Gut, mein Lieber, ich mache jetzt hier eine kurze Pause. Ich werde dann mal schauen, ob ich einen anderen Server mehr suche oder ob ich dann mal irgendwie heute tagsüber aufnehme. Ich kann euch mal die Battlepacks zeigen, die auch mittlerweile extrem enttäuschend sind, weil sind nur Boosts drin. Die benutze ich so gut wie gar nicht. Oh, was haben wir denn? Super, super. Fahrzeuglackierung. Wie gesagt, bei der Alpha und bei der Beta waren da wenigstens Gutscheine für irgendwelche Erweiterungen drin. Aber das soll wohl nicht mehr sein. Egal. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt mir mal einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Battlefield Hardline mit dem Sascha. Bis dann, ciao.